Jetzt das Wort für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Damen und Herren Kollegen! Dieser Antrag der Union ist ein reiner Schaufensterantrag. Liebe Union, liebe Frau Klöckner, Sie waren ja Regierungsmitglied in der letzten Legislatur. Was hat Sie eigentlich in den 16 Jahren der Regierungszeit daran gehindert, all das, was Sie jetzt hier in diesen Antrag schreiben, damals auch durchzusetzen? Weder der Krieg noch Ihre Pandemie sind für den derzeitigen Schlamassel verantwortlich, sondern Ihre eigene Politik. Sie reden jetzt von Bürokratieabbau. Dabei sind Sie es doch, die diesen Mount Everest bürokratischer Vorschriften aufgetürmt haben. Sie sind doch dafür verantwortlich, dass der Mittelstand in Auflagen und Berichtspflichten versinkt und gegenüber Konzernen um ein Vielfaches belastet wird. Und Sie haben doch die rein ideologisch getriebenen Verschärfungen der Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsgesetzgebung und die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes zu verantworten. Sie haben doch erst die energieintensiven Betriebe durch Ihre Monstersteuern ins Ausland getrieben. Und jetzt fordern Sie eine Verlängerung des Spitzenausgleichs. Übrigens gerade für KMU ein bürokratisches Monster. Haben Sie sich mal den Paragraph 10 des Stromsteuergesetzes angesehen? Das ist so ein Teil. Wenn Sie, liebe Kollegen von der Union, ernsthaft am Bürokratieabbau interessiert wären, reicht eine einzige Forderung, nämlich die Rückabwicklung von 16 Jahren CDU, CSU und Merkel-Politik. Meine Damen und Herren Kollegen, einiges in Ihrem Antrag ist ja gut gemeint, vieles ist aber reines Blendwerk. Sie wollen jetzt eine Entfristung der Homeoffice-Pauschale, wissend, dass diese durch die Anrechnung der Werbungskostenpauschale gerade bei normalen Arbeitnehmern einfach verpufft. Sie von der CDU waren es aber, die unseren Antrag im Übrigen schon vor Corona mit tatsächlichen und substanziellen Erleichterungen für mobile Arbeit abgelehnt haben. Sie von der CDU, CSU sind es, die für den massiven Wohlstandsverlust des Mittelstands in Deutschland durch die kalte Progression verantwortlich sind. Nicht nur, dass Sie in den vergangenen Jahren dagegen nichts unternommen haben, Sie haben die Existenz der kalten Progression sogar schlicht geleugnet. Und Sie sind doch mit Ihrer obskuren Energiepolitik dafür verantwortlich, dass kaum ein normaler Arbeitnehmer, geschweige denn ein Rentner, noch seine Strom- oder Heizkostenrechnung bezahlen kann. Aber das Beste ist nun wirklich, dass Sie von der Union jetzt ernsthaft die Verlängerung der Laufzeiten von Kernkraftwerken verlangen. Sie haben doch erst die Kohle und Kernkraft beerdigt und damit die Energiekrise und die Abhängigkeiten verursacht. Und, meine Damen und Herren, jetzt TTIP wieder aus der Mottenkiste rauszuholen, nach diesem Globalisierungs- und Lieferkettendesaster der letzten Jahre, darauf muss man erst mal kommen. Da dieser Antrag keine der von Ihnen zu verantwortenden Ursachen für die Krise benennt und behebt, ist der Anspruch, mit diesem Antrag die bestehenden Probleme lösen zu wollen, illusorisch. Das reicht schlicht nicht aus. Deshalb werden wir uns zu diesem Antrag enthalten. Den ökosozialistischen Unsinn im Antrag der Linken lehnen wir ab. Danke sehr. Ich weise Sie darauf hin, dass demnächst die Urnen geschlossen werden. Sollte noch jemand hier sein, der oder die noch nicht abstimmen konnte, dann wäre es jetzt noch möglich. Und ich gebe das Wort für Bündnis 90 Die Grünen, dem